Herzlichen Dank. Und im Sinne der Neugierde haben wir ja hier stehen. Wir hätten jetzt noch ein paar Minuten Zeit, miteinander zu sprechen, ein kleines Interview zu führen. Insofern nehmen Sie bitte Platz. Weil ich noch ein wenig nachhaken möchte bei dem einen oder anderen, was vielleicht uns alle interessieren soll. Liebe Schwester Liliane, Sie haben ja schon sehr viele Pflegekongresse besucht in Ihrer Zeit. Wie gefällt es Ihnen denn hier auf dem Niederrheinischen in Krefeld? Ja, wenn ich euch so anschaue, dann gefällt es mir gut. Weil ich hier pflegende Menschen sehe, die wirklich auch, ich sag's mal so, noch Lust an der Pflege haben. Denn von dieser Lust habt ihr eben etwas gezeigt und darum gefällt es mir bei euch. Danke. Ich habe natürlich im Vorfeld ein wenig recherchiert und geschaut und wie Journalisten so sind, ein wenig Neugierde gehabt, obwohl wir uns natürlich auch schon das eine oder andere Mal begegnet sind. Aber ich habe gelesen, Sie sind sehr früh aus der Schule gekommen und wollten schon immer Krankenschwester werden. Warum und wie hat es denn dann angefangen? Dahinter steckt noch eine andere Geschichte. Ich war ein sehr sensibles Kind und einerseits auch ein, ja, würde man sagen, ein nach innen schauendes Kind und gleichzeitig mit der Not der Menschen komischerweise und eigenartig wirklich sehr stark verbunden. Vielleicht auch deshalb, weil in unserer Familie auch nicht alles einfach ging. Also dieses Spüren, die Not der Menschen hat mich schon sehr früh umgetrieben. Ich wollte dann in die Missionen und mein Vater sagte mal, wenn du in die Missionen willst, musst du ins Kloster. Das war aber weit weg von meinem Denken. Und so habe ich mal ganz klug, wie ich damals schon war, gedacht, Krankenpflege braucht man, das lerne ich mal. So als Grundlage dann für die Entwicklungshilfe in der großen, weiten Welt. Aber die Mission ist nie Wirklichkeit geworden, aber vielleicht war es auch gut so, sonst wäre ich heute nicht hier. Ja, Sie gelten ja, das wissen wir nicht nur, sondern das ergibt sich dann über Zeit. Sie gelten natürlich als Zeitzeugin der Pflege und großes, großes Vorbild für alle Pflegenden, nicht nur hier im Saal, sondern die im deutschsprachigen Raum natürlich dann auch Ihre Bücher und Ihre Theorien gelesen haben und Ihr Buch Pflege, Praxis und Theorie der Gesundheits- und Krankenpflege hieß es ja zuletzt. Heute heißt es, glaube ich, Pflege heute. Das ist ein anderes, aber... Oh, ist die Konkurrenz, toll. Das ist aktive Pflege, genau. Naja, es gibt ja mehr, aber es gibt eben auch Standardwerke. Das eine wie das andere gehört dazu. Sie haben geprägt das Pflegemodell der Aktivitäten des täglichen Lebens. Können Sie uns da was zu sagen? Was hat Sie animiert, darüber nachzudenken und ein solches Modell zu machen? Ich war ja, wie Sie eben auch gerade gehört haben, auch in einer Zeit aktiv, als das medizinische geniale Modell Wirklichkeit hatte. Ich kannte auch kein anderes und habe auch bis zur dritten Auflage mit diesem alten Denken gearbeitet. Dann, und häufig ist es ja so, dass uns irgendetwas rausnimmt aus dem Gewohnten. Ich bin krank geworden und ja, habe mir auch ein bisschen viel zugemutet. Ich kriege die Auflage, Schulleitung, Ausbildung, was Erwachsenen mitnehmen, was weiß ich noch, was alles. Ja, der Körper lügt nicht. Heute spricht man elegant von einem Burnout-Syndrom. Das hat mich aus dem Alltag herausgenommen. Ich habe Zeit bekommen, um wieder für mich selbst nachzudenken. Ich bin zurück ein Jahr lang in die Pflege und habe vor allem ein Jahr Sabbatzeit ganz viel über den Menschen, über die ganz anderen Fragen rund um den Menschen nachgedacht. Und das war so, ich sage manchmal so, das war so der Paradigmawechsel auch in meinem Denken in der Pflege, das dann in der vierten Auflage aufgenommen wurde, einerseits mit dem Menschenbild als Vorspann. Denn mir ist damals bewusst geworden, der Schreiner zum Beispiel,
der muss zuerst mal über das Holz und über den Wald und all diese Dinge etwas lernen, bevor er schneiden lernt. Und wir Pflegende, wir gehen direkt an die Arbeit. Der Mensch ist eigentlich nicht da. Das war mal der große Wechsel und dann der Versuch, diese ganzheitliche Sicht des Menschen auch für die Praxis in einem Instrument sichtbar zu machen, sind mir dann die Aktivitäten des täglichen Lebens so entgegengekommen, die ich schon gefunden habe beim altgriechischen Modell, dann bei Hildegard von Bingen und bei anderen Denkern, auch der modernen Denker, ein Landsmann von ihnen, der Schipperkes. Die haben alle diese Aktivitäten schon beschrieben, alle unterschiedlich, und da habe ich dann meinen Ansatz dazu gesetzt. Gleichzeitig kam auch von Robert, das sind einfach dann verschiedene Instrumente, letztlich für das Gleiche, ein Versuch, den Menschen nicht nur so, wie er früher gesehen hat, jetzt mache ich einen ganz raschen Punkt, sondern ihn eben in seiner ganzen Dimension wahrzunehmen. Ja, die ganze Dimension und die Zeit, die dafür natürlich eine Rolle spielt, das ist das nächste Problem, wo ich Sie darauf ansprechen möchte. Sie hatten es ja auch erwähnt in Ihrem Vortrag, es hat sich im Berufsleben der Pflegenden oder in allen Bereichen im Grunde sehr vieles geändert in der heutigen Zeit. Alles ist schneller geworden und alle werden getrieben vom Faktor Wirtschaftlichkeit und ein erfolgreicher Beruf ist derjenige, der am meisten Geld verdient und der die ökonomischen Aspekte gut berücksichtigt. Sind denn die Zeiten in Sachen Pflege Ihrer Ansicht nach heute schlechter geworden? Darf man sagen schlechter oder soll man, um es auch in der Bewegung zu sehen, schwieriger geworden? Wobei ich immer sage, jede Zeit hat ihre Probleme und jede Zeit findet Menschen mit diesen Problemen umzugehen. Unsere Zeit, wir hatten andere Probleme. Aber sie mussten ebenso gelöst werden wie die Probleme heute. Ich sehe schon, dass sie mehr als wir je früher unter Leistungsdruck stehen. Und trotzdem meine ich, dass nicht die Uhr, die Zeit allein ausschlaggebend sein dürfen und sein können, sondern sie selbst, wie sie sich einbringen. Ich meine auch, dass wir behutsam umgehen müssen mit Begriffen wie Ganzheitlichkeit. Das wird manchmal auch missverstanden im Sinne von, ich muss alles ganz und immer und überall perfekt und was weiß ich was. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass mir bewusst ist, dass dieser Mensch vor mir, ebenso wie ich selbst, ein ganzheitliches Wesen ist. Ein Mensch, Leib, Seele, Geist und eine Umwelt und eine Biografie. Und wenn ich das doch im Bewusstsein habe, wird mir immer wieder und werden mir immer wieder Momente, Gelegenheiten geschenkt sein, wo ich dies auch spüre, erfahre und gelebt Pflege hineinbringen kann. Oft ist ein Augenblick mehr wert und heilender als eine große, was weiß ich was. Die große Diskrepanz da drin ist auch die heutige Problematik der Wirtschaftlichkeit, insofern, dass nur bezahlt wird, was ausgeschrieben wird. Aber wie können wir diesen Augenblick, wo vielleicht tieferes, heilendes geschieht, wie können wir dies formulieren? Wie kann man das in Geld umsetzen? Und doch meine ich, Sie alle sind zwar in diesem wirtschaftlichen Denken drin, können nicht ausweichen. Das Spital, das Krankenhaus wird heute wirklich fast wie eine Firma geführt. Ich muss rentieren, ich muss wenigstens ein möglichst kleines Defizit haben. Aber da drin sind kranke Menschen und sie sind angetreten für den Menschen. Ich kann nur sagen, bleiben Sie Ihrer eigenen Berufung, Ihrem inneren. Ich hoffe, dass auch ein Stück Begeisterung dabei war, als Sie den Beruf lehren, dass etwas von dem in diesem Traum wird, in durchgetragen wird, auch in schwierigen Zeiten. Ja, danke.
Ein anderes Problem, welches Sie sicherlich auch im Laufe Ihrer Berufsjahre kennengelernt haben, aber sich zu verstärken scheint, ist die Wertschätzung der Pflegeberufe im Gesamtbild der Leistungsträger in den Einrichtungen. Es gibt aber auch europäische Länder, da scheint es anders zu sein. Und wenn wir bei uns in der Zeitschrift Die Schwester der Pfleger nach Berichten gucken, Erfahrungsberichte aus dem Ausland, da fällt auch immer die Schweiz oder andere. Ist es dort Ihrer Ansicht nach schöner, um pflegen zu können? Weil abgesehen von den Bergen und Tälern. Was heißt schön? Ich denke nach wie vor, dass dieses Wort Pflege als die oder der ich bin, dieses Wort nach wie vor Gültigkeit hat. Und es ist natürlich einfacher, wenn man das sagen kann, in einem kleineren Land mit den Problemen umzugehen, als in einem großen Land, das einfach auch sofort viel größere Dimensionen annimmt. Aber ich selbst erfahre immer wieder, wenn ich mit jungen Pflegenden auch ins Gespräch komme, dass es nicht nur diese Enge und diesen Druck gibt, sondern immer wieder auch die Freude am Beruf. Ich meine, dass wir uns trotz aller Hektik immer wieder mal kleine Zeiten nehmen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, wo wir uns gegenseitig auch Mut machen, uns gegenseitig auch aufmuntern. Was ich immer wieder erfahre, ich habe vor kurzem eine Gruppe junger Pflegenden bei mir im Büro gehabt und plötzlich waren sie im, was alles schlimm ist bei ihnen. Und ich habe mir Zeit lang zugehört und gemerkt, wie bei mir die Energien weggehen. Und ich habe gesagt, kleinen Moment, spürt mal den Raum hinein. Und sie haben es selber gespürt, es war absolut keine Energie mehr im Raum drin. Und mir ist bewusst geworden, und der Grund auch, dass wir miteinander und untereinander auch diese Energien bündeln können. Und vielleicht sollten wir, ob Schweiz oder Deutschland, auch mehr Mut haben, das schöne, positive und das Bewusstsein auch in die Zeitschrift reinzubringen. Das ist uns damals so bewusst geworden. Warum bleiben wir so oft dann im Schweren hängen? Es ist ja da. Aber helfen tut uns nicht. Also sammeln Sie gute Berichte. Ja. Die haben wir ja hoffentlich auch. Wir sind ja eine gute Gesellschaft. Ja. Am Abend, wenn ich die Tagesschau schaue, dann sind nur schlechte Nachrichten. Also, ich warte mal auf einen neuen Impuls, wo am Schluss mindestens eine gute Nachricht kommt. Was ist denn Ihr schlagendes Argument, wenn Sie mit jungen Leuten sprechen oder sprechen würden, die noch nicht Krankenpflegerinnen, also Schwestern oder Pfleger geworden sind, aber auf der Berufssuche, im großen Wettbewerb der Berufe, alle haben Fachkräftemangel heute, die Krankenhäuser genauso wie in Wirtschaftszweigen in anderen auch. Was ist Ihr Argument zu sagen, der Pflegeberuf ist ein Beruf für dich? Wenn ich spüre, dass da jemand an den Menschen denkt, den Menschen spürt, dann ist das mal eine ganz, ganz wichtige Motivation, die ich nur unterstützen kann. Man muss die Menschen mögen, um in diesen Beruf reinzugehen. Das Zweite, was eben früher nicht da war, ist diese enorme Entwicklungsmöglichkeit, also Aufstiegschancen, Spezialisierungschancen, die eine Pflegeperson heute hat. Und das spricht ja die jungen Menschen an. Sie möchten weitergehen. Sie möchten sehen, dass ihr Leben auch im Sinne positiven Karrierebewusstsein eine Chance hat. Das haben wir weiß Gott heute in der Pflege. Nicht bis damals bei uns war. Danke. Sagen Sie, würden Sie denn nächstes Jahr, und das müssen wir uns dann natürlich dann versprechen, würden Sie denn wiederkommen? Ja, gerne. Das ist gut. Thank you.
Ihnen nochmal so im Gespräch war. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Da sehen wir uns hier wieder. Und dann reden wir wieder sehr, sehr gerne. Damit, ich weiß nicht, wie es die Regie vorgesehen hat, aber damit ist der dritte Niederrheinische Pflegekongress beendet. Mit diesem wunderschönen Abschluss mit Schwester Liliane Luchli. Und ich darf mich an der Stelle nochmal herzlich bei allen Beteiligten, bei Ihnen allerdings als Hauptbeteiligten und Teilnehmenden recht herzlich bedanken, dass Sie da waren, dass Sie so lange ausgehalten haben, trotz des wunderschönen spätsommerlichen Wetters, was ja immer dazu verführt, dann doch um die Ecke zu gehen. Aber Sie sind hier geblieben, das Programm sprach für sich, glaube ich. Es war sehr vielfältig und es ist aufgefallen, dass Sie sehr selektiv durch die Seele gegangen sind und Ihre Themen ausgewählt haben. Bin ich sicher, wird das Team im Aligelik für das nächste Jahr auch wieder daran arbeiten, dass sie mit ordentlicher Orientierung dann eine Vielfalt von spannenden Themen wiederfinden werden. Ich bedanke mich von hier ganz, ganz herzlich, wünsche Ihnen allen einen schönen Heimweg und alles Gute. Danke.